ist ja der Weg zu uns. Also ob wir jetzt in Indien meditieren oder ob wir hier das Dunkelretreat machen, es geht immer darum, bei uns zu sein, bei uns anzukommen. Ne? Egal wie weit man erfahren ist und wie tief man meditiert, man kommt immer wieder an neue Seinszustände. Es geht immer darum, dass man selbst diese Erfahrung macht, dass man selbst weiß. Weil das kann mir keiner erzählen, dass es keine anderen Dimensionen gibt, weil ich habe die ja gesehen. Die Leute sind tatsächlich auf der Suche nach sich und nur so kann ja auch eine wahre Begegnung stattfinden. Wenn ich mit mir bin und du mit dir bist, kann eine wirkliche Begegnung stattfinden. So können wir natürlich auch ganz anders miteinander sein und Dinge können sich ganz anders ergeben. Also was ich schon gehört habe, ist die, kennst du vielleicht die Hunzas? H-U-N-Z-A und demnach werden die also bis zu 120 Jahre alt, springen fast fit in die Kiste, also haben dann schon ein paar Altersschwächen, aber sind ziemlich aktiv, zumindest bis 100 so. Und die Frauen kriegen bis locker 60 Jahren Kinder. Dann in dem Moment, wenn du aber genug Licht hast und du traust deiner Intuition, dann, also das ist auch meine Hoffnung in dem Erwachen der Menschheit, dass halt so viele Menschen aufwachen, dass die halt im Moment, hier stimmt was nicht und meine Intuition sagt, es stimmt was nicht und da lasse ich mir jetzt nicht reinreden. Ja, und dann kann wirklich ein Wandel passieren. Was würde ich mit meinem Leben machen? Hätte ich denn einige Millionen Euro, müsste ich nicht mehr arbeiten, verstehst du, würde ich immer noch das machen, was ich jetzt mache. Ich mache das regelmäßig und ich bin da sehr dankbar. Im Moment bin ich an diesem Punkt, das kann sich natürlich ändern, im Moment bin ich an diesem Punkt, dass ich genau das mache, was ich auch tun würde, hätte ich es nicht machen müssen.